Ja. Ergeschio. Natürlich wusste ich, dass du auftauchst. Es liegt was Spannendes in der Luft. Und du und deine Wildexpertin folgen dem Geruch zur Quelle. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Naja, wie dem auch sei. Wir haben gehört, dass ein Legianer im uralten Wald gesichtet wurde. Die sind noch nie zuvor außerhalb des Korallenhochlands aufgetaucht. Willst du dir das mal ansehen? Irgendetwas geht da vor sich in dem Wald. Ich wette mit dir um ein Abendessen, dass das kein Zufall ist. Sprich mit dem energischen das ist ein schrecklicher Name. Fünfer und begib dich zum uralten Wald, um mit Monster Hunter World Iceborne zu beginnen. Ah, nein, ich habe Oinky Point noch nicht. Verstehe. Noch nicht gehätschelt. Sieht aus, als wäre Pugi einem Schatz auf der Spur. Nimm deinen Pugi hoch, setze es dann an verschiedenen Stellen ab und warte ab, was passiert. Wenn es dich genug mag, bringt es dir vielleicht etwas Nützliches. Aha. Pugi lieben es, gestreichelt zu werden. Versuche deinen Pugi im Takt der Musik zu streichen, um dir eine Zuneigung zu sichern. Wenn dich gut anstößt, steigt die Zuneigung deines Pugis, wodurch sich seine Einstellung dir gegenüber verändert. Aha. Und wie möchtest du im Takt der Musik? Hä? Okay. Hochheben. Ich habe ein Babyschwein. Das ist anscheinend ein bisschen schwerer, als man vermuten würde. Ja, okay, das ist hier schon runter. Wie kann ich den B machen? Kann ich den absetzen? Ah, hier absetzen, X. Wo läuft's denn da hin? Folge ihm. Ja, bin ich schon da. Kraut wurde an die Objekttruhe geschickt. Stahlei wurde an die Objekttruhe geschickt. Okay. Das ist doch einfach nur ein Verkaufsobjekt, oder? Ja. Okay. Bereit zu gehen? So, jetzt können wir. Yes. Ja, packen wir es ja, dann mal los! Da ist ein Legianer im uralten Wald und niemand weiß warum. Ich habe alle verfügbaren Augenzeugenberichte zusammengefasst. Folge mir! Würde ich ja gerne, aber ich durfte bis eben nicht rennen. Legianerspuren. Keine Frage, er ist wirklich hier. Wirkt der Wald heute seltsam auf dich? Gehen wir weiter. Erstmal Forschungspunkte mitnehmen. Es fühlt sich ein wenig seltsam an, jetzt da die Untersuchung der ältesten Wanderung abgeschlossen ist. Es ist aber auch aufregend. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Ich frage mich, wann du endlich mal die Klappe hältst und die wichtigen Sachen erzählst. Es ist so ruhig. Ich glaube, das wird nie passieren. Ich hab nicht mal einen Käfer gesehen. Wo sind die Vögel? Vielleicht wurden die alle verschreckt? Die Schleudermunition. Schleudermunition wird so natürlich viel, viel wertvoller. Ich frage mich, ob die nächste Untersuchung ja auch so lang wird. Weil du dem ja irgendwie dann direkt mal 500 Damage machen kannst, wenn es gegen eine Wand rennt. Ein weiteres Jahrzehnt hier zu bleiben. Ein weiteres Jahrzehnt? Man sagt, die ältesten Wanderungen finden alle 10 Jahre statt, richtig? Achso, die wirst du zweite ältesten Wanderung noch sehen. Wir können unsere Untersuchung nicht als bezeichnen, wenn wir nicht bleiben und uns davon überzeugen. Hm. Bin ziemlich sicher, dass die erste Flotte auch so denkt. Ja, nein. Da wird sogar Rotkern halbwegs okay. Du meinst auch keine Abtonot? Wie kommst du jetzt auf Abtonots? Achso, die sind diese zivilen, kleinen, entspannten Viecher. Da kommt doch gleich der Legianer, der hat irgendwie alles aufgefressen oder sowas. Der ist gigantisch oder so. Scheint, als gingen wir in die richtige Richtung. Das sieht aber nach einem Kampf aus mit den Kratzern. Er muss da vorne sein. Vor allem stand hier alte Kerbe. Er muss davon sein. Das ist doch jetzt wieder der Start, wo man ganz am Anfang war. Außerdem brauche ich Zeit, um meine eigene kleine Untersuchung durchzuführen. Das ist ein Grund, warum ich ursprünglich in die neue Welt kommen wollte. Oh, das erinnert mich an was. Du hast mir nie erzählt, was dein Grund gewesen ist. Gab es einen Grund für uns, in die neue Welt zu kommen? Wir sind wohl fast da. Ne? Die Geschichtenerzählerei muss warten.
Zwischensequenz. So, was haben wir denn jetzt hier? Auch hier sind Legianer-Spuren. Guten Tag, Herr und Frau Legianer. Okay, nur eins von beiden. Die haben wir schon zigmal gesehen. Oh, das sind viele Legianas. Wo fliegen die hin? Hey. Hey, hörst du das? Ist das der Wind? Nein, ist das nicht. Singt da jemand? Oh. Etwas, das Legianas jagt? Was ist das? Okay. Das ist cool. Das ist definitiv cool. Ein Schwarm Legianer verließ den uralten Wald und flog über das offene Meer. Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels. Da jetzt alle hier sind, können wir ja anfangen. Wir müssen über ein ernstes Thema sprechen. Okay. Daher habe ich die Meister der verschiedenen Flotten sowie alle verfügbaren Feldteammitglieder der ersten Flotte hier versammelt. Moment mal, das sind alle verfügbaren Feldteammitglieder der ersten Flotte. Das sind aber nicht viele. Nun, inzwischen wissen wohl alle hier, dass die Legianer in Scharen die neue Welt verlassen und auf die offene See hinausfliegen. Analytikleiter, wenn ich bitten darf. Gerne. Zunächst einmal, als Spezies sind die Legianer weder für Langstreckenmigration noch für das Verlassen ihres Primärhabitats bekannt. Warum sie mit der Überquerung des Ozeans begonnen haben, ist ein ökologisches Mysterium. Entweder hat etwas begonnen, die biologische Natur der Legianer zu beeinflussen, oder sie wurden von einer Änderung in ihrem Habitat vertrieben, einer Anomalie, die sie zur Migration jenseits der See genötigt hat. Okay. Jenseits der See, ha? Huh? Du lachst gar nicht, obwohl deine Stimme lacht. Kommandant? Nur eine Art Déjà-vu. Nun, Ideen? Ha! Ist die Frage wirklich nötig? Ich kann in Ihren Augen sehen, dass Sie bereits eine Entscheidung getroffen haben. Sie sind nicht allein, Kommandant. Ich glaube, wir sind es alle leid, einer Routine verfallen zu sein. Mhm. Gut. Dann befehle ich hiermit, alle Ressourcen auf die Untersuchung des Legianer-Mysteriums zu konzentrieren. Mit sofortiger Wirkung. Jetzt wird's interessant! Kommandant, wenn wir den ziehenden Legianer folgen, dürften wir einen Ort zum Landen finden. Vielleicht sogar eine neue Insel. Wir reisen also per Schiff. Oder besser... per Luftschiff. Etwas mit mehr Stimulation? Logisch. Flugreisen sind schließlich unsere Spezialität. Ja, mit Hilfe des Luftschiffs der dritten Flotte könnten wir den besten Landeort finden. Und wir könnten uns eine gute Übersicht verschaffen. Ich weiß noch nicht, warum die Leiterin der dritten Flotte eine Elfe ist. Das ist also beschlossen. Ich entscheide, wer mitkommt. Aber du musst hier bleiben und auf alle aufpassen. Als Einzige hat sie spitze Ohren. Ich brauche Leute aus den Bereichen Versorgung und Technik. Ach nee, und der... wir benötigen eure Hilfe, um eine vorgeschobene Operationsbasis aufzubauen. Und ihr beide, richtet eure Flotte aus, sich bereit zu machen. Wenn eure Vorbereitungen abgeschlossen sind, versammelt euch zum Rat. Okay. Wir wissen nicht, was uns da draußen erwartet. Aber das ist kein Grund zu zaudern. Wie der sterngeleitete Jugendliche
müssen wir immer alles geben. Kann ich jetzt eigentlich auch Tränke saufen, während meine Waffe gezogen ist? Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Damn. Also gut. Wegtreten. Naja. Ich glaube, das wird es aber auch zu einfach machen. Dann wird nur der Bonus sozusagen... Oh, Master Rank 1. Da wird nur der Bonus vom Schwert und Schild dann wahrscheinlich reduziert, weil dann Schwert und Schild wahrscheinlich immer noch Tränke saufen kann und halt, aber die Schleuderdingens, was Schwert und Schild halt sonst auch nur als einziges konnte, gezogen wurde, kann halt jetzt alles. Oder können halt jetzt fast alle Waffen.